seiner 13-jährigen Tochter im Lido. War Petronella dabei? Dein Vater hat doch gesagt, dass Petronella da ist. Kann er ja nicht. Ist auf dem Flug. Kommt ja jetzt erst an. Ja, warum erzählt er dann so einen Scheiß? Und? Wo wart ihr nach dem Lido? Bei ihm. Was habt ihr da gemacht, bitteschön? So rumgequatscht. Ganz harmlos. Was dein Vater macht, ist alles, aber bestimmt nicht harmlos. Was machst du da eigentlich? Ab ins Bett, Fräulein! Papa sagt, dass du so zickig bist, weil du frigide bist. Na? Dicke Luft? Ich glaub's nicht. Was erzählt er dem Kind? Ich meine, er versaut die doch völlig. Frigide. Dieser Sexmann, ja. Aber der hetzt die doch gegen mich auf, oder? Soll ich mal mit Bennys reden? Ach, auf dich hört sie wenigstens. Machst du noch lange? Hallo, wer bist du denn? Das ist Nusch, hoppala. Das ist für Benice, zum Geburtstag. Also ich glaube kaum, dass meine Schwester so was Animalisches in ihrer Wohnung zulässt. Deswegen habe ich sie doch schon von dir befreit. Dann hat sie ihn eben, wenn sie zu uns kommt. Super Idee. Wo wir so viel zu Hause sind. Ich werde schon eine Lösung finden. Denise hat sich immer einen Hund gewünscht. Du musst deinen Töchtern ja nicht alle Wünsche erfüllen. Sie sollen eben wissen, dass ihr Vater sich um sie kümmert. Mhm. Bezahlt Ria mit 17 eine eigene Wohnung? Kaufst du einen Flügel, damit Denise das Klavier behalten kann? Zahlst den kompletten Unterhalt für deine beiden Ladies, kriegen dauernd Taschengeld und Geschenke. Ist ein Shampoo zu Hause? Hoch soll sie leben, dreimal hoch. Happy Birthday. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, Männchen. So, jetzt darfst du dir was zum Frühstück wünschen und ich mache es. Ei und Toast. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Du hast doch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Mein Gott. Ist ein echter Brillant. Der hat aber mehr als 100 Mark gekostet. Komm. Gefällt er dir? Ich muss mal. Ein getrockneter Spermafleck in ihrem Höschen. Ich habe gefragt, wie er da hinkommt und jetzt. Bernice! Kein Quatsch, Chef.
Denise, du kommst jetzt sofort raus und sagst uns, was los ist. Hast du etwas mit dem Jungen gehabt? Aber mit was für einem Jungen denn? Ist doch nicht so schlimm, wenn du was mit dem Jungen gehabt hast. Sie war doch gestern den ganzen Tag bei Robertos. Ja und? Ja, da hatte sie den Slip doch an. Ja, Mami, was ist? Sei nett zu ihr. Es ist ihr Geburtstag. Würdest du bitte so liebenswürdig sein und die Kerzen auf der Torte anzünden, damit ich sie auspusten kann? Also hör mal, Benice. Ich bitte euch, hier ist Hallo nochmal Geburtstag. Claudia, du setzt dich ja schön hier hin. So. Und die Birthday Lady möge bitte hier Platz zu nehmen geruhen. So, Prinzessin. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Das ist Papi. Ich geh schon. Hey, du hast ja noch gar nicht alles ausgepackt. Willst du gar nicht wissen, was in dem Großen drin ist? Benice will dich nicht sehen. Was? Das kann überhaupt nicht sein. Sie hat sich so auf die Party gefreut. Tja, weiß auch nicht. Ist dir gestern irgendwas passiert? Was soll denn passiert sein? Das frage ich ja gerade dich. Hat sie irgendwas gesagt? Nein, nur dass sie dich nicht sehen will. Verstehe ich nicht. Wir hatten einen wunderschönen Abend. So? Was war denn daran so wunderschön? Wie wunderschön? Was meinst du damit? Ja, du hast doch gesagt, der Abend, der war wunderschön. Ja, klar, ich meine, wir hatten Spaß. Und du glaubst, sie fand das auch spaßig, was ihr da gemacht habt? Was sollen wir denn gemacht haben? Bis das geklärt ist, wirst du Benice nicht wiedersehen. Das ist dir doch wohl klar, oder? Was ist denn das wieder für ein Spiel? Was soll ich denn mit dem Kind gemacht haben? Du bist doch völlig durchgeknallt! Sammelst du wieder Punkte für die Scheidung, du frustrierte Ziege? Du bist doch total krank! Wer ist denn hier krank? Wer geht da mit seiner 13-jährigen Tochter ins Schickimicki-Restaurant und macht sie betrunken? Du hast wohl vergessen, dass sie deine Tochter ist! Ich kann es nicht fassen. Dieser Mistkerl. Was war denn los? Es kann doch nicht sein, oder? Was denn? Dass der Fleck von ihm ist. Claudia, weißt du, was du da sagst? Es ist eine leibliche Tochter und es wäre Inzest. Was ist denn mit Papi? Papi kann dich heute nicht sehen. Es ist was dazwischen gekommen. Aber er hat's doch versprochen. Ja, mir tut das ja auch leid, aber es geht nicht. Na, feiern wir hier eben schön alleine. Wirst sehen, ohne Hubertus wird es auch schön. Aber die anderen warten doch alle. Hubertus ist hingefahren und sagt ab. Dann machen wir doch gar kein großes Theater. Wahnsinnig gerne Schlittschuh gelaufen. Weißt du was? Ich glaube, ich kaufe mir auch welche. Und dann können wir doch zusammenfahren.